Damit recht herzlich willkommen zurück und ich bin mir relativ sicher, dass es heute mit der Facecam klappt, weil letztens hat es auch geklappt, weil ich habe da jetzt auch mit Treiber aktualisiert. Deswegen, euer Imperator Evilbub heißt euch willkommen zurück. Und wir müssen die Evilibrium ja, zu neuer Glanz und Glorie führen und uns vorbereiten, dass wir hier uns unsere Systeme zurückholen können von den fanatischen Pilzen. Die, glaube ich, momentan das größte uns bekannte Reich von der Ausdehnung her haben. Ist also ein echt harter Widersacher, ne? Vermutlich auch so ein Teil mit Starterbonus gewesen. Mal sehen. Ja. Frage ist halt, ne? Unsere Armee. Genau. Ihr wolltet euch darum kümmern, dass hier diese kristallinen Strukturen aus dem System verschwinden. Genau. Forschungsschiff. Da können wir momentan nicht weiter forschen. Wir müssen erstmal stehen bleiben, weil erstmal, ja. Wir müssen erstmal warten, bis unsere Flotte hier sich darum kümmert, dass wir diese kristallinen Strukturen, die vor allen Dingen mit ihren Splitterwerfern ganz schön weite, also ganz schön große Reichweite haben, ne? Incoming transmission. Mit unseren Situation Log updated. Lasern ist auf jeden Fall, sind wir auf der guten Seite. Also die machen einen kurzen Prozess momentan noch. Sollte ja auch sein bei unserer 5600 Flotte. Ihr wart wo wart ihr denn? Wegen mir lasst uns das mal nicht Angriffsbesprechen machen. Wart ihr das da? Stimmt, ihr wart das. Hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich glaube, letztens war das so mein Gedanke, wir machen Krieg mit denen. Ne? Jetzt habe ich es. Aber wenn die uns mögen, eventuell machen sie ja wirklich. Protektoratstatus anbieten. Das würden sie sogar machen. Ich glaube, wenn wir die lange genug als Protektorat haben. Ja. Hat das jetzt funktioniert? Was haben wir gewonnen? Planeten befreien? Es ist ja nicht lange hin und her, aber auch Ressourcenspeicher ist schon wieder voll. Wir können, glaube ich, auch erstmal unsere Sektoren wieder ein bisschen entlasten. Dich natürlich nicht ganz. Aber damit die sich selber wieder ein bisschen mehr, die haben jetzt auch wieder Aufbaumaßnahmen zu tun und zu regeln. Und lasse ich denen das so. Der Vigola-Sektor mit seinen einen Systemen hat eh noch nicht so die krassen Ressourcen. Ich gebe dem mal noch ein bisschen was. Wir haben jetzt sie als Protektorat. Na super. Mal sehen, was das mit sich bringt.
Untertanen entlassen, Handelsabkommen beleidigen, blablabla. Ne, also ich glaube, wir müssen die noch eine Weile haben. Dann können wir die ja irgendwann über die Integrationskampagne bei uns mit reinschmeißen. Ja, kümmert euch um die nächsten. Situation Log updated. Ja, das sollte nicht mehr lange dauern. Haben unsere Konstruktionsschiffe. Ihr habt hier doch bestimmt noch ganz viel Wiederaufbaumaßnahmen zu betreiben, wenn ich das richtig sehe. Genau. Hostile Fleet engaged. War's das schon? Ja, das war's schon. Okay. Die Giganten müssen wir demnächst noch rauswerfen. Und der Rest ist schon alles. Wieso ist das gelb? Weiß man nicht. Es sollte jedenfalls bald innerhalb unserer Grenzen liegen. Roscan Secundus. Stimmt, du bist ja jetzt auch mit. Innerhalb unseres Einflussgebietes. Das heißt, wir können über dich gebieten. Oder? Ja. Mal sehen. Also das ist ja Evil Prime. Halt. Evil Prime, Kelsim Prime. Du warst hier oben, ne? Unser neuer Stern am Himmel, sagen wir es mal so. Das können wir bald verbessern, wenn der gewachsen ist. Roscan Secundus, ja, du hast halt noch ein bisschen mehr zu tun. Vielleicht mal noch hier, ne? Martha, wo warst du jetzt? Ach ja, stimmt, da haben wir ja schon. Stimmt, ich erinnere mich. Mal kurz aus meinem imperialen Übersichtsschirm herausgespäht. Um zu schauen, ob noch alles korrekt funktioniert, ne? Und es funktioniert noch alles korrekt. Bin ich ja mal gespannt, ob dann meine Visage tatsächlich im Video landet. Ach ja, ihr habt immer noch zu tun. Diese Verbindung müssen wir echt aufpassen, dass die nicht zusammenbricht. Sonst können wir dann von Vegola nicht mehr weg. Hostile Fleet engaged. Oh, Roscan Prime kann ganz schön upgraden. Das machen wir auch mal. Das ist auch bald besetzt. Dann geht unsere Forschung endlich wieder ein Stück nach oben. So. Du hast auch sehr viel Energieproduktion. Das ist wegen mir. Okay, da können wir noch gleich noch das nächste bauen. Forschung wird auf jeden Fall bald angehoben zu einer größeren Siedlung. Gut, hier brauchen wir erstmal nichts machen. Wir müssen erst nochmal schauen. Du bist ja. Genau. Erstmal eine ordentliche Raumhafenverbesserung durchführen. Das war bei vielen anderen auch auf jeden Fall nötig. Kreuzertechnologie ist auf jeden Fall auch das nächste, was wir mit brauchen. Roscan Secundus, eigentlich könnten wir da auch gleich noch Raumhafen bauen.
Damit wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder produzieren müssen, nicht irgendwie hier das wieder verpeilen und das dann wieder, naja, wir mit der Produktion nicht hinterherkommen. Obwohl es ja fast so funktioniert hat, was unsere Kapazitäten vom Mineralien, von den Mineralien einnahmen, die haben wir ungefähr vom Tempo her genauso gehalten, dass wir genauso viele Schiffe nachbauen konnten. Aber ich hatte das Gefühl, dass es trotzdem noch nicht schnell genug war. Korvettenwerft kann ich auch, denke ich, kann man das irgendwie wieder ab demontieren. Was? Construction complete. Ja, ich hätte mir das nochmal durchlesen sollen, was da jetzt im Bildschirm stand. Ja, verdammt. Naja. Aber jetzt ist auf jeden Fall das Korvettenwerftmodul auch wieder draußen. So ist es ja nicht, ne? So. Ihr müsst mal weiterziehen. Ihr habt auf jeden Fall da noch was zu tun. Und irgendein Forschungsschiff kann sich jetzt hier einmal du und du kannst das System erkunden. Das System daneben eigentlich auch gleich. Ah, da kam. Warum haben die das noch nicht gemacht? Weiß ich nicht. Ich hoffe, die fliegen gescheit. Roskan Prime. Du bist schon. Okay. Und du bist natürlich auch. Wie kann ich denn hier so ein einzelnes. Ich kann es nur ersetzen. Ich kann es nicht direkt demontieren. Ich kann es nur ersetzen, scheinbar. Ja, ersetze ich dann vielleicht, wenn wir es mal brauchen. Da lasse ich das bis jetzt halt so. Nützt ja nichts. Waren wir jetzt eigentlich wieder mit. Ja, ja. Wir haben. Das ist okay. Defensivabkommen schließen. Akzeptanz minus 15. Hostile Fleet engaged. Meinung herzlich. Grenzkonflikt. Colony established. Huch. Ging das jetzt? Minus 2 vorteilhaftes Handelsabkommen. Vielleicht sollten wir denen noch ein vorteilhaftes Handelsabkommen anbieten. Geht das immer wieder? Nochmal, monatlicher Transfer von einer Mineralie. 7 muss man dafür abdrücken, ne? 7 Mineralien. Lohnt sich das? Naja, einmal machen wir es noch. Damit wir wieder ein Defensivabkommen mit denen hinbekommen, damit das im nächsten Fall der Fälle mit dem Pilzen nicht wieder so endet wie vor uns. So. Habt ihr schon alles? Ah, alles schon geräumt. Na schön. Dann gleich mal weiter. Ist schön, wenn die das alles so schön freiräumen. Hier ist auch sehr viel Besiedlungspotenzial da. Tundra Welt, Mirope. Sollte auch bald uns gehören. Martha Prime. Dich habe ich noch gar nicht. Vigola sozusagen rückt eins nach hinten, wird die 9 und Martha Prime wird unsere 6 in der Schnellzugriffsweise. Research complete. Oh, Forschung fertig. Ah, jetzt können wir unsere Röntgenlaser, Plasmabeschleuniger. Reichweite ist hier 80, genauso wie. Hier, 799. Ah, da ist der neue Plasmabeschleuniger schon definitiv besser. Ich erforsche mal noch einen Plasmabeschleuniger. Wo
Oder Physiklabor 2. Für ein bisschen mehr Physikforschung. Ja, lasst uns erstmal das machen. Damit wir haben ja, noch sind wir ja gerade nicht wieder im Krieg. Aber damit wir mit der Forschung noch ein Stück vorankommen, ne? Was denn jetzt? Ja. Meinetwegen müsst ihr so machen. Wenn er denkt, dass euch das hilft. So. Hostile Fleet engaged. Brauchst eine Grenzklinik. Und du brauchst das weg. Dann können wir hier noch eine schöne Teil bauen. Situation Log updated. Und im Raumhafen bekommst du dann auch gleich Captain Koruxim, der Kommandierer-Offizier der Lorde, hat beim jüngsten Gefecht im Golf Leistung über die Dienstpflicht hinausgezeigt. Der Admiralität auf Evil Prime erkannte die Qualitäten des vielversprechenden Flak-Offiziers und beförderte ihn vom Captain zum Admiral. Er ist ab mir ein Admiral. Na schön. Weiter so. Hostile Fleet engaged. Ich dachte, da war schon gar nichts mehr. Was habt ihr denn jetzt hier noch? Ach ja, das ist noch diese letzte diese Bergbaustation.